Ja, uns ist auch klar, dass die wollen unbedingt punkten, aber ich weiß nicht, ob die dann von vornherein sagen, okay, jetzt sofort Harakiri, weil die wissen auch schon, welche Mannschaft am meisten Kontertore erzielt hat in dieser Saison, in dieser Liga. Und ich glaube nicht, dass die dann gleich von vornherein sagen, jetzt machen wir voll alles nach vorne und wenn wir dann hinten warten und die nicht kommen, dann wird es ein langweiliges Spiel und die passt nicht zu uns. Und von daher, es ist immer wichtig, sich ein bisschen an Gegner anzupassen, aber immer noch wichtiger ist immer bei dir zu bleiben, bei deinen Stärken. Und unsere Stärken können alle sind nicht hinten abwarten, sondern woanders ein bisschen aktiver zu werden. Und so werden wir auch angehen. Aber schon angesprochen, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, sehr, sehr clever unterwegs sein, auch im Ballbesitz. Schauen, dass wir Ball zirkulieren lassen, aber dass wir genug Leute in Absicherung haben, dass wir gute Restverteidigung haben. Wenn es mal zum Ballverlust kommt, dass wir schnell umschalten, dass wir das sofort eliminieren, wenn es geht und nicht dann in letzter Instanz oder hoffen, dass das letzte Pass vom Gegner dann nicht ankommt und und. Also wir werden uns schon und schauen uns, was Gegner macht und auf denen vorbereitet sein, aber es wird nicht grundsätzlich von unserer Spielidee irgendwo weggehen, das machen wir nicht.